Hallo liebe Leute, willkommen zu einer neuen Übung mit Wambole Menzel und heute werden wir einen Beitrag leisten für das Gemeinwohl. Das bedeutet, wir werden heute etwas basteln, nicht für uns selbst, sondern für andere. Es geht um Abitur 2021. Einmal im Jahr werden Abiturzeugnisse verliehen und die werden immer in so einem Deckblatt verliehen, also wie so eine wie so ein Umschlag. Und auf dem Umschlag brauchen wir immer ein Cover. Wir brauchen mehrere hundert Covers für Berlin, Abi 2021. Bestimmt in anderen Städten könnt ihr die auch gerne benutzen, wenn ihr wollt. Denn die Bilder, die wir jetzt machen, werden wir einfach ins Netz geben und dann können sich die Leute bedienen. Also werden wir heute Abi 2021 Coverbilder basteln und ich erkläre euch, wie das geht. Ich drehe jetzt die Kamera. So. Also, was ihr braucht, ist ein Telefon, also eine Kamera sozusagen. Ja. Und das sind die Bilder, die dann später entstehen werden. Abi 2021 steht hier. Oder sowas. Das ist auch ganz schön. Schaut mich auf diesen Schatten, wie das hier sich so reinbeugt in den Bund. Das ist auch schön bunt mit diesen Schlangenlinien. Abi 2021. Also sowas machen wir heute. Abi 2021 ist grausam, steht hier. Wie macht man sowas? Ich erkläre euch jetzt, wie das funktioniert. Und zwar brauchen wir eine Schablone. Und wir brauchen eine Schere. Und um diese Schablone machen zu können, brauchen wir Papier. Ich habe jetzt hier einfach so einen Briefumschlag genommen und zeige euch jetzt mal, wie das geht. Ich mache das jetzt mal ganz schnell abgekürzt. Okay, als allererstes das Format festlegen. Das sollte ungefähr quadratisch sein. Das ist jetzt ungefähr quadratisch. So, ich habe das jetzt mal geschätzt. Ungefähr sollten, ja, das sollten so. Fünfzehn Zentimeter mal 15 Zentimeter sein. Genau. Gut. Das habe ich also jetzt schon mal quadratisch bekommen. Dann schneide ich das Ganze. So. Und jetzt mache ich eine Vorzeichnung. Abi 2021. Das müsst ihr ein bisschen üben. Ja. Das ist sozusagen, ja, das muss man üben. Das ist eine reine Übungssache und irgendwann könnt ihr das. So eine fetten Buchstaben. Wichtig sind diese Überlappungen hier, einmal da und einmal da. Abi 2 super schwer, weil es hier so eine Rundung hat. Aber ihr bekommt das hin. Ich glaube ganz fest an euch. Dann kommt hier eine 0. Und dann kommt hier wieder eine 2. Wenn ihr das geschafft habt, dann könnt ihr das natürlich mit allen möglichen Wörtern machen. Ihr könnt natürlich auch euren eigenen Namen schreiben oder aber jemandem das zum Geburtstag schenken oder wenn ihr irgendwie eine tolle Gruppe habt, irgendeine Firma oder weiß ich was, irgendein Projekt, dann könnt ihr damit auch natürlich einen Projektnamen damit machen und das schneidet ihr dann einfach aus. Ja. Ich weiß, viele mögen das nicht zu schneiden, weil sie ungeduldig sind, aber das ist eine reine Fleißarbeit und eine Konzentrationsarbeit. Das ist ein bisschen wie Meditation. Man muss sich konzentrieren, ja. Also man kann das nicht so nebenher machen, sondern man muss wirklich sich darauf einlassen. Ihr müsst eins werden mit der Schere. Und wenn es trotzdem nicht klappen sollte, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass ihr einfach die falsche Schere habt. Ja, viele Rechtshänder zum Beispiel können wirklich nur mit einer Rechtshänderschere schneiden. Die Linkshänderinnen, die sind da so ein bisschen besser
ausgebildet, sozusagen von Natur aus, weil sie sich schon daran gewöhnt haben, dass nicht alles immer so perfekt auf sie zugeschnitten ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Die können dann teilweise auch schon mit Scheren schneiden, die für Rechtshänder sind, aber holt euch dann einfach dann eine Linkshänderschere und dann habt ihr weniger Stress. Abi. Ah, hier seht ihr auch schon, wie das hier so Schatten wirft. Seht ihr das hier so? Das ist schon mal ziemlich cool. Und das schneidet ihr dann auch einfach ab. Und fertig. Und jetzt geht's los. Jetzt braucht ihr natürlich irgendwie Unterlagen, ja, Zeitung. Das ist zum Beispiel jetzt einfach eine ganz normale Zeitung. Und dann legt ihr es einfach mal rauf, irgendwo rauf und macht dann Fotos. So zum Beispiel. Und quadratisch mache ich noch so. Und einmal hier raufklicken, damit es scharf wird. Zack, fertig. Und was gibt es sonst noch für schöne Motive? Da. Jedes Ende ist grausam. Da gucken wir doch mal, ob wir hier irgendwie was mitmachen können. Jedes Ende ist grausam. Abi. 2021 ist grausam. Das sieht doch super aus. Das ist auch ein Motiv. So. Wird abfotografiert und zack. Was aber noch viel cooler ist als solche Zeitungen sind Magazine. Schaut mal, sowas zum Beispiel. Das ist jetzt hier einfach irgendein Magazin. Wichtig ist, dass es dick ist. Ja, hier dick. Oder sowas hier. Das ist so ein Architekturmagazin. Arch Plus. Das hat hier so einen dicken Steg. Und das hat dann den Effekt, dass wenn man das hier so aufblättert, schaut mal hier. Seht ihr, entsteht hier so eine Wölbung. Und mit dieser Wölbung können wir spielen. Wo können wir das denn mal ausprobieren? Sagen wir doch mal. Welche Seite ist denn geeignet? Ich habe hier mir so ein paar Notizen auch gemacht. So. Ja, seht ihr hier mit dem Schatten, das ist ein sehr, sehr schöner Effekt. Hier seht ihr dieses B. Das sieht wirklich gut aus. Hier gibt es irgendwie noch eine bessere Seite. Das hier sieht zum Beispiel super aus. Schaut mal, was passiert, wenn ich das jetzt hier so rüberlege. Oh, das sieht ja auch echt cool aus. Hier so rüber. Das sieht ja wunderbar aus. Schaut euch mal hier die zwei an mit dem Schatten. Das ist ein tolles Motiv. Und zack, geschossen. Ja, hier in dem Buch gibt es auch tolle Motive. Man muss ein bisschen gucken, ne? Also die Fotos leben halt von den Motiven, zum Beispiel von sowas hier. Der lange Weg vom Stab in die Platte. Finde ich auch toll. Legen wir mal das hier so rüber. Ja, wunderbar. Vielleicht noch so, dass man hier unten was erkennen kann. Schau mal da. Da sehe ich jetzt ein Schiff. Ist vielleicht schöner so, ne? Und scharf stellen. Und Schuss. Ihr könnt natürlich aber auch mit diesen Buchstaben arbeiten. Ja, warum nicht? Aua, mit meinem Kopf gegen die Lampe gestoßen, aus Versehen. Aber damit kann man natürlich auch arbeiten. Hier zum Beispiel sowas hier ist ja so irgendwie, was viele mit Schule verbinden. Da könnte man jetzt einfach hier, ne? Also das ist ja auch eher ein gelblicher Ton, das ist eher blau und ihr wisst, das sind Komplementärfarben. Die passen gut zusammen. Ja, darauf könnt ihr auch achten mit den Farben. Das sieht doch super aus. Ein tolles Motiv, oder? Wird gleich mitgenommen. Ups, sorry. Abi. Wieso macht das nicht scharf? Abi 2021. Und zack. Ja. Das war meine Inspiration für heute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Rumprobieren und postet doch die Sachen am besten in den sozialen Medien mit dem Hashtag Abi2021 für diejenigen, die jetzt tatsächlich für dieses Abi von diesem Jahr büffeln. Ich wünsche euch viel, viel Erfolg. Bis dann. Bye, bye.